Jo, meine lieben Freunde, ich bin wieder in der nächsten Folge dabei. Auf Chile, auf dem Putre Circuit spielen. Und diesmal mit Sportfahrzeugen. Und dann wähle ich mal den hier. Schönes Fahrzeug übrigens. Ich habe auch in der letzten Folge gemerkt, dass meine Soundqualität sehr leise war. Also mein Sound war richtig leise. Ich weiß nicht, wie das kommt. Ich hoffe, das ist jetzt besser. Wenn nicht, muss ich da wirklich ganz viel an meiner Soundqualität arbeiten. Aber vielleicht mal wieder ein neues Headset, weil ich habe hier zwei Headsets. Ein Logitech, was schon lange nicht mehr funktioniert. Und jetzt, okay, schon lange, vielleicht 2 Monate funktioniert das nicht mehr. Jetzt nehme ich halt auch jetzt wieder Headset. Und würde ich glauben, dass ich jetzt mal ein vernünftiges Headset jetzt mal zulege. Ich werde erstmal den Computer, aber zu teuer. Also ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall bin ich wieder am Start. Drive Club Einzel-Events, normalerweise ist das 2 Tage nach der ersten Folge. So nervt gehabt, weil man hat hier den Blink, das die Leuchtwaffe, den finde ich richtig geil, aber wenn man kurz den an seinem Hahn sitzt und wenn es etwas dunkler ist bei euch zu Hause, seht ihr auf einmal das Licht überall. Aber solange es mich Spaß macht, finde ich schon, dass ich dieses Let's Play online setzen kann. Das war's eigentlich für diese Folge Drive Club Einzel Events. Ich guck gleich mal nach dieser Aufnahme, ob der Sound verändert ist. Wenn nicht, muss ich schnell zum Mediamarkt gehen. Nee, natürlich, das bestelle ich online.
Wer geht heutzutage noch zum Laden? Ja, gebt doch ein Like, wenn ihr noch zum Laden geht, und ein Like, wenn ihr online bestellt. Und das war's für diese Folge Drive Club Einzel Veranstaltung Events. Und tschüss und bis zur dritten Folge. Bye bye.